hinter mir Neubauten und vor mir ein Grundstück, das jetzt auch bebaut werden soll. Nur die Stadt Remscheid schießt quer. Warum eigentlich? Ja, weil hier angeblich Landschaftsschutz drauf liegt und demzufolge nach der Auskunft der Baubehörde nicht gebaut werden darf. Ganz einfach. Nun sagen die Eigentümer, die das bebauen wollen, eigentlich liegt hier nur Bauschutt. Ja, das ist ja das Verwunderliche. Wenn ich mir das anschaue und da Landschaftsschutz erkennen soll, dann muss ich sagen, also für mich erschließt sich das nicht, was hier Landschaftsschutz sein soll. Da ist alles Wildwuchs, ehemals Garten, also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und sagt die Stadt Remscheid denn genau, seit wann dieser Landschaftsschutz hier besteht? Nein, das ist verwunderlich. Man hat mir eine Karte gezeigt, da war das eingezeichnet, nur ich wollte wissen auch, seit wann das besteht. Und da war man scheinbar mit dem Latein am Ende. Die Besitzer haben schon angekündigt, wenn die Stadt Remscheid nicht mitmacht, dann ziehen sie vor das Verwaltungsgericht, wie sie das bei den Neubauten auch gemacht haben. Sieht denn die Politik hier noch eine Möglichkeit, da sozusagen mit einem Kompromiss das zu lösen? Ja, das ist ja unser Anliegen oder mein Anliegen auch, dass wir versuchen, einen Kompromiss zu finden, der hier auf Remscheider Ebene abgeklärt werden kann, ohne dass die Familie Puffey vors Gericht ziehen muss. Sie haben ja schon bei dem letzten Bauabschnitt hier haben Sie ja schon einmal gewonnen. Und so denke ich mal, sind die Aussichten nicht schlecht, dass Sie da auch gewinnen würden und das Land, der Landschaftsschutz hier entfällt. Der Bauausschuss wird sich kümmern? Ja, natürlich. Wir werden einen Antrag vorbereiten, dass wir das im nächsten Bauausschuss nach den Sommerferien mal diskutieren werden.